Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem Wintervideo und ich möchte euch heute hier mit rausnehmen in den verschneiten Wald. Es ist perfektes Winterwetter, wir haben Minustemperaturen, es hat frisch geschneit und der Schnee ist so ein richtiger weißer Puder, so ein Puderschnee und alles ist bedeckt und voller Eiszapfen und es ist einfach wunderschön hier draußen an diesem Tag. Ja, ich bin hier an einer ganz besonderen Stelle. Ich war hier selbst noch nicht im Winter und bin gespannt, wie es aussehen wird. Das ist ja immer das Interessante, wenn man die Natur oder gleiche Stellen immer zu verschiedenen Jahreszeiten besucht. Es hat alles immer seinen Reiz. Okay, Leute. Bevor ich hier großes Palaver mache, werde ich einfach loswandern. Die Kamera ist wie immer mit dabei und ich werde euch so viel wie möglich Natureindrücke zeigen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Heute also tatsächlich mal mit Schneeschuhen. Mehrere Jahre habe ich es auch ohne geschafft, aber ich muss sagen, mit diesen Schneeschuhen macht das Wandern hier draußen in diesem Tiefschnee doppelt so viel Spaß. Man kämpft sich nicht so durch, sondern es ist einfach herrlich hier zu wandern. Anstrengend ist es dennoch, aber ich sinke nicht mehr so tief ein und habe auch ein bisschen mehr ein Sicherheitsgefühl, dass ich nicht in so ein Schneeloch einsinke mit meinen Schuhen.
Boah, das ist anstrengend, sage ich euch. Aber gut, hier im Wald sind die Wanderwege natürlich nicht gebahnt. Und es ist halt dieser tiefe Schnee hier. Und es ist anstrengend, einfach nur anstrengend. Aber gutes Training. Es ist eine schöne Anstrengung, muss ich sagen. Es macht einfach Spaß, wenn man tief einatmet und so einen richtigen Sauerstoff hat hier. Schöner Spechtbaum, herrlich. Das tut gut. Ja, jetzt habe ich mich dran gewöhnt an diese Schneeschuhe. Das Laufen ist richtig leicht. Ich kann mich auch drehen und ja, nicht nur geradeaus laufen, sondern auch einen Berg hoch, mal über ein Hindernis damit steigen. Man gewöhnt sich recht schnell daran. Und wenn ich die ausziehe, dann merkt man, wie man gleich einsinkt und alles etwas schwerer wird. Das ist also eine praktische Erfindung. Das ist der Schwarzwald. Große Fichte mit hängenden Ästen. Schneebedeckt. Große Onkels, sage ich immer. Große Onkels. Rechts und links. Wunderschön. So, meine lieben Zuschauer, das war's auch schon wieder hier mit diesem Video mitten aus der Natur. Ich mache mich jetzt noch auf den Heimweg. Sind nur mal knapp 4 Kilometer, aber die werde ich auch noch schaffen. Und dann habe ich heute ein gutes Pensum von ja, ca. 8 Kilometern zurückgelegt. War für den Anfang mit den Schneeschuhen schon mal ganz gut und ich konnte mich dran gewöhnen. Ja, zum Fitbleiben ist das also ein richtig super Konditionstraining. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, heute hier herumzulaufen. Und ich hoffe, dass ihr auch von diesem Video ein paar schöne Eindrücke mitnehmen konntet. Also, liebe Leute, dann wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle.